1600 Meter die Distanz. Und das ist der Starterfolg zum dritten Rennen. Preis der deutsch-japanischen Gesellschaft 1600 Meter. Nee. 1600 Meter die Distanz, wollte ich sagen, aber das hat noch nicht geklappt. Der Toto ist natürlich unverändert offen. Sie sehen es, die Siegeventualquoten sind erneut eingeblendet. Also Sie können Ihre Wetten tätigen, bis das Rennen hier offiziell gestartet wird. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren. Das sind jetzt die Quoten für das vierte Rennen. Die Siegeventualquoten für das vierte Rennen sind eingeblendet. Das sind natürlich nicht die aus dem dritten Rennen, das jetzt ansteht. So, und die Kandidaten kommen erneut heran, werden ausgerichtet. Das Ganze jetzt etwas verhaltener und jetzt ist der Start offiziell erfolgt zum dritten Rennenpreis der deutsch-japanischen Gesellschaft 1600 Meter die Distanz. Und Fazenda's Girl strebt gleich an die Spitze, wird an der Innenseite abgelöst von Kimara. Die schlägt hier gleich einen flotten Takt an vor Fazenda's Girl. Dahinter sieht man dann Auensee, dahinter dann dicht auf auch Springtime Love an der Außenseite ohne Tadel. Dann sieht man Ronnie Rockcake am Ende des Feldes galoppiert, Lady Jackie, die fährt am Mittelpunkt der Gegenseite. Kimara marschiert vorne weg, schlägt unverändert ein zügiges Tempo an. Dahinter sieht man dann an der Außenseite daneben Fazenda's Girl, ganz außen Ronnie Rockcake mit ohne Tadel vor Auensee. Dann Springtime Love mit Lady Jackie und an der Innenseite Meloria. Die Pferde zu Beginn des Hornerbogens. Kimara mit gut einer Länge vorne weg vor Ronnie Rockcake in dritter Position galoppiert ohne Tadel vor Fazenda's Girl, Lady Jackie, Auensee und Springtime Love als vorletztes Pferd am Ende des Feldes galoppieren. Meloria. Die Pferde orientieren sich gleich in Richtung des Einlaufs. Kimara weiter vorne weg vor Ronnie Rockcake in zweiter Position. Die beiden, die legen zwischen sich und das Verfolgertreffen zunächst einmal 4, 5, 6 Längen. Dahinter lässt sich ohne Tadel der Favorit schon anfassen. Vor ihnen Fazenda's Girl und dahinter dann noch Lady Jackie. Zurück ist dann Springtime Love und Meloria. Spannt hier ganz aus die Pferde auf den letzten 500 Metern. Kimara mit an der Außenseite Ronnie Rockcake an der Außenseite mit Kimara.